kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz. Die Katrin Sawatzki, die hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Thema Katerfrühstück. Ja, da kommt sie wieder früh. Hab ich auch gesagt, die Leute stehen doch jetzt erst auf. Aber ich glaube, ich hab schon einen. Ich hab nämlich heute Nacht einen gesehen, der war so voll, der hat auf der Straße gekniet und versucht, den Mittelstreifen aufzurollen. Ja. Er muss einen tierischen Kater haben heute. Der ist richtig gut. Ja, komm, machen wir Schluss mit lustig. Nee, ich hab auch noch einen. Okay. Was war gestern bei vielen Silvesterpartys die Amtssprache? Sag mal, keine Ahnung. Keine Ahnung. Gebrochenes Deutsch. Oh, Boris. Der ist richtig gut. Verstehst du denn überhaupt? Ja, klar. Leider zu gut. Aber ich habe auch noch einen. Mein Kopf. Eine Einladung zum Katerfrühstück ist nichts Schlechtes. Es kommt halt nur drauf an, ob man sie in Deutschland kriegt oder in China. Wow. Verstehst du, Kater? Ja. Richtig gut. Ja. Richtig gut. Ja, komm, dann hochschicken. Schluss mit lustig. Muss auch reichen für heute. Prost, Neuer. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.